Servus, Leute. Ich habe mich doppelt. Haha, geil. Willkommen zurück zu Shantae the Pirate's Curse. Nicht mehr nur mit Dai. Hallo. Sondern auch mit dem einzig rothaarigen, rotbeforsten, ultrabaronischen Force. Ja, hallo zusammen. Lang, lang ist es her, dass ich hier war. Das ist echt ewig hier. Er ist 24%. Ich glaube, mich tritt eine Kuh und ein Pferd und ein Esel. Selbst das Spiel ist auf Deutsch. Jo. Mhm, siehst du, wie geil sie aussieht? Ja, erster Part, ne? Das ist der... ich meine, achte? Nur, ja, ich glaube ungefähr, ja. Wir hatten letztens zwei Parts noch aufgenommen. Mhm. Nur für dich so ganz kurz. Hm? Nur so für dich ganz kurz am Rande, Wulf, als Information. Ich hatte mal... ich glaube, vor wenigen Tagen, da hatte ich ja, glaube ich, gestreamt. Und da hatte ich das mitbekommen mit Shantae bezüglich Final. Und er liegt da ein bisschen verkehrt mit dem, als er sagte mit DS etc. Das, was er meinte, das war nicht für den DS, sondern das war, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, für den Game Boy Color gewesen. Der erste Teil ist für Game Boy Advance, oder? Nein, Game Boy Color. Okay. Vor allen Dingen, lol. Ich kenne noch Game Boy Color. Ich glaube, ich habe da noch irgendwo eine rum. Ich habe noch den uralten Game Boy, das fette graue Drum. Ich habe sogar eine PSP. Ich habe auch noch einen Game Boy Color, aber dummerweise. Also ich hatte eigentlich sogar noch einen Game Boy gehabt, den alten. Sag ich doch, den fetten grauen Kasten. Ja, genau den. Das Blöde an der Sache ist nur leider gewesen, dass die Batterien da drin ausgelaufen waren und seitdem funktioniert er überhaupt. Meiner ist an Altersschwäche krepiert. Oh. Ich glaube, meiner funktioniert noch so ein bisschen. Bitte, lass mich Tittenfische haben, bitte. Ich will Forst das geile Ding hier zeigen. Komm. Jetzt hab ich Angst. Ja. Nein! Oh. So. Lol. Oh Mann, Forst hätte jetzt was zum Lachen gehabt. Das Gesicht von der ist einfach so richtig geil. Und das sag ich und ich bin eine Frau. Das sag ich und ich bin eine Frau, sagt sie. Du wertest dich gerade echt runter. Du bist nicht so. Du bist ansehnlich und vielleicht wirklich am anderen ein bisschen introvertiert. Kann gut sein. Achso, ich dachte, du meinst. Achso, ich dachte jetzt irgendwie, das bedeutet was anderes. Ich dachte jetzt, introvertiert ist gleich homosexuell. Warte! Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, mein Hirn ist heute bei der Arbeit geschmolzen. Draußen, weil wir irgendwie... Ach ja, du arbeitest doch in, wie heißt es? Normalerweise, ja. Aber ich habe den Job wegen der Kack-Corona-Dreck-Scheiße verloren. Oh. Ach ja, da habe ich schon einiges auf Twitter gelesen, so dass wirklich schon Leute ihre Jobs verloren haben. erst waren es, ich glaube, so 15.000 Arbeitslose. Jetzt sind es mittlerweile fast 80.000. Boah, Alter. Ich hoffe, das hört irgendwann auf. Also so ziemlich jeder hat seinen Job verloren, die komplette Gastronomie ist still. Kein einziges Gasthaus mehr in ganz Kärnten oder ich glaube in ganz Österreich hat offen. Alle haben zu. Und dann Land was vorher. Aber müsste es nicht bei euch sein, dass ihr wenigstens, auch wenn ihr zwar jetzt arbeitslos seid, aber müsste es nicht sein, dass ihr irgendwie... Arbeitslosengeld, ja. Vom Staat irgendwie noch Geld trotzdem bekommt irgendwie? Ja. Stell dir mal vor, wenn wir vom Staat kein Geld bekommen würden durch diese Krise, ich glaube, Österreich wird sterben. Also Arbeitslosengeld und ich kann gerade nicht sprechen. Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslosengeld 2 gibt's, glaube ich. Nee, das heißt also, in Österreich anders. Bei uns heißt das einmal das Arbeitslosengeld, das man bekommt, wenn man, ich glaube beim allerersten Mal muss man 8 oder 10 Monate arbeiten und sobald man quasi schon Jobs hatte, ist das glaube ich ab 6 Monaten und ich glaube das läuft auch 6 Monate oder so und danach wird es quasi runtergestuft auf Notstandshilfe. Oh, hallo Forst, das bist du, das habe ich schon in irgendeinem Part gesagt, aber ich weiß nicht mehr in welchem. Nee. So einen auf Zyklopen machen. Das wird sauber, das steht wahrscheinlich gut gesichert in der Wüste und ja.
Dann müssen wir erstmal in die Wüste kommen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich hin muss. Da ist halt nur, um nochmal ganz kurz auf das Arbeitslosengeld zu kommen, ich weiß halt nur, bei mir habe ich mitbekommen, dass in, wo das jetzt sitzt München oder so. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, welches Bundesland das war. Irgendeines der Bundesländer bei uns hat jetzt einen Haufen Geld zur Verfügung gestellt, damit wenigstens die Leute, die halt niedrigeren Stand haben als jetzt zum Beispiel plötzlich Ärzte oder whatever, nehmen wir jetzt als Beispiel, dass die halt abgesichert sind, dass sie halt nicht komplett auf dem Trockenen sitzen. Du meinst wohl, Leute mit höheren Ständen haben Geld locker gemacht, damit Leute in niedrigen Ständen, zum Beispiel, keine Ahnung, was ist ein niederer Beruf, Schneider oder so. Nichts gegen alle Schneider, ja, aber also, mir fällt kein anderer Beruf ein. Also auf jeden Fall halt für, ich sag mal, Otto für Normalverbrauch. Übrigens Forster. Für ganz normale Leute. Das andere warst du. Das ist dein Haustier. Deswegen darfst du das Haustier auch wohl. Deswegen darfst du das Haustier auch lesen. Okay. Wenn du es lesen kannst, ich hoffe wirklich, ich spinne nicht wieder. Ich kann es lesen. Ich bin sicher in einem Riesen. Reisebüro. Wo? Reisebüro. Ja. Finden Sie eine reizvolle Unterricht? Ich bin sicher in einem Riesenbüro, wenn Sie einige reizvolle Unterwäsche kennen. Ja. So, als riesiger Blob erstmal Unterwäsche shoppen, ne? Das muss man auch erstmal hinkriegen. Habe ich nicht. Läuft. Was ist denn das da? So super Pikmin. Das sieht anders aus hier. Habe ich nicht irgendwann. Ich weiß auf jeden Fall, wir müssten, glaube ich, noch auf eine Insel irgendwie was machen, also. Oh, ich und da, ja, einsam auf einer verlassenen, einsamen Insel. Oh. Nee, Moment, das warst du. Moment. Nee. Ja. Ach so. Die Dame ist gefragt. Okay. Meine Reisebroschüre ist wahrscheinlich... Jetzt kann ich wieder nicht mehr lesen. Ja, genau die Wörter kann sie nicht lesen. Ja, das sieht bei mir komisch aus. Sowas nennt sich auch Pixelkotze. Ja, ich weiß, das ist meine Webcam, aber... Oder ägyptische Hieroglyphen. Feucht und eklig. Das sieht aus wie Frucht. Und meine Reisebroschüren sind befruchtet. Geil. Oh, Wolf, ey. Tschüss, Niveau. War nett, dich kennenzulernen. Wolf, ganz ehrlich, war bei dir schon mal in irgendeinem LP irgendwo ein Niveau vorhanden? Ja, ich glaube nicht. Sämtliche unkommentierte Videos, die sind niveauvoll. Das zählt nicht. Ich rede hier wirklich Spielen oder Aufnahmen, wo du auch kommentiert hast. Nee, Twilight Princess. Mhm, das war niveauvoll. Haha. Da bin ich mir nicht so ganz sicher bei dir. Guck's dir an. Ich bin mir da trotzdem nicht sicher. Was aber? Okay, meine Reisebroschüren sind wahrscheinlich feucht und eklig. ja. Du musst da zum Piratenschiff. Ja, genau, darum. Das sieht so aus, als ob mir meine eigenen Haare den Hintern versohlen würden. Klatsch, klatsch, klatsch. So wie im ersten Part von wegen, dann spürt er mein Haar an seinen Hintern, oder wie war das? Vor allen Dingen, was ist, wenn sie auf Klo muss? Die Haare sind doch im Weg. Naja, sie könnte sie auch zur Seite hängen oder irgendwie vor sich, aber... Naja, ich hab nicht so lange Haare, also... Ich knapp bis zur Schulter, ein bisschen drüber. Dann hatte ich tatsächlich mal längere Haare als du jetzt. Der Force hat Haare bis zum Hintern. Woher willst du das wissen? Ich habe ein Foto von dir. Ja, also. Ich habe ein Video von dir gesehen. Auf YouPorn oder wie die ganzen Seiten da alle heißen. Oh. Da müsste ich Serax fragen, der ist Experte in sowas. Oh, ich freue mich schon, wenn ich wieder auf diese eine Insel komme mit dieser geilen Musik. Dann geht hier wieder der Storch ab. Ich weiß auf jeden Fall, wir sind da erstmal noch nicht weitergekommen, irgendwie.
Also wir müssen auf jeden Fall irgendwo, glaube ich, Tintenstinte oder sowas finden. So war das. Hast du denn nicht zufälligerweise was vor? Du warst jetzt schon so lange nicht mehr bei mir. Nicht, dass ich gerade wüsste. Ich glaube, du bist gerade am Piratenschiff vorbeigelaufen. Wie war das? Ah, nein. Komm. Schade, aber so eine Kacke-Orientierung habe ich auch nicht. Ich wollte es noch in einem Moment triggern. Ich könnte mich jetzt äußern, aber ich verkneif's mir. Sag, ich will's hören. Wir wissen doch alle, wie gut der Lorno ist. Mhm. Wir wissen doch alle, wie gut er sich in Videospielen anstellt. Mhm. Vor allem, wenn es Videospiele geht, wo man Open World in dem Kart. Ich sag nur 2 Stunden im Waldtempel. An den ersten vier Räumen, obwohl ich da. Leck mich doch, obwohl ich das Spiel kenne, gut genug und das. Leck mich doch am Arsch! Ich achte irgendwie gerade nicht auf die Zombies. Oh nein, hier ist doch auch diese perversen Welt, oder? Ah. Die perversen Welt. Ja, weil das sind irgendwie Spermapflanzen und Geistergrabscher und. Warte, was? Spermapflanzen? Ja. Was in der Welt lebst du eigentlich gerade, ey? Da ist Zeugin. Wir mussten da dieses eine Mädel da, glaube ich, durch so ein komisches Ding mit Tentakeln und alles irgendwie. Ja, da war so ein Typ, der wollte uns ablecken, dann war so eine Pflanze, die hat Sperma auf uns geschossen, dann waren so Geister hinter, die wollten uns an den Hintern grapschen. Ich glaube, ein bisschen zu viel gerade Informationen bekommen. Oh. Erstmal sacken lassen. Ja. Oh, erstmal sacken lassen, ja. Okay, danke. Jetzt habe ich eine andere Bedeutung gefunden. Gewöhn dich schon mal dran. Wolf wird immer so sein. Vor allem, wenn es um 0 Uhr ist. Die kennt mich schon. Achso, ja. Ja, aber Spinnen, Mega, Monster, Mystik, Monster, Monstervieh. Boah, ich hasse Spinnen immer noch. Wehe. Okay, hier auf der Insel bin ich falsch. Dankeschön, Spiel. Bitteschön. Du mach Roadrunner weiter. Mach ich doch. Ich weiß. Ich hab's so mehr oder weniger mitbekommen. Ich sag nur so viel. Ich könnte euch den Hals umdrehen, wenn ihr den Hals hättet. Letzten Dienstag kam ja Roadrunner wieder. Wow, wie die schreien. Oh, da gefällt mir das andere Spiel auch richtig gut, was ich gerade richtig dick aufnehme, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis es kommt. Es kommt nämlich nach Tekken, glaube ich. Nach Tekken 6. Okay, hier war ich falsch. Nein, jetzt beginnen die Lorenor-Aktionen. Ist das was Neues? Ich glaube nicht. Hauptstadt. Ich weiß, dass ich in der Hauptstadt bin. Ich will noch mal in die Kanalisation da runter. Also. Erstmal will ich ja trinken. Und die guckt einfach nur so zu. Ich spiele jetzt so weiter. Das wird jetzt ein Let's Slow Play. Nee, da brauche ich ja 300 Jahre länger. Ist da, über 100 Parts. Da ist der Force schneller mit Roadrunner fertig, als ich hier die Stadt verlassen habe. Nee. Macht einen Speedrun. Run. Ja, ich habe mir gestern so... Das war eigentlich nur ein Versehen, weil ich versehentlich das falsche Video angeklickt habe. Da war so ein Speedrunner, der Dark Souls 1 mit einer Hand durchgezockt. Sowas finde ich leider bocklangweilig. Ja, es gibt auch ziemlich interessante Speedruns. Da hatte ich letztens da in einem Video von Big, also Adladi, ein Video gesehen, wo der einen Typen durchgeschaut hat, der Mario Odyssey unter einer Stunde durchgespielt hatte. Hm. Und da haben alle gesagt, ist unmöglich. Jeder wie er will, aber ich finde Speedruns bocklangweilig. Ich finde hin und wieder kann es interessant sein. Ist eigentlich aber auch nicht meine Art von Let's Play tatsächlich. Ach übrigens, Force, mach mit, ja. Wir machen jetzt eine, wie heißt das, Spedition, oder?
Egal, wir wollen auf jeden Fall da dazu überreden, slash zwingen, Let's Plays zu machen, wenn du's tust. Ah ja. Ja, also ich hier, dann Final und eventuell du und vielleicht, weil ich ja schon Mega Man angedreht habe, vielleicht kriege ich Ozuma auch dazu, bei ihr reinzugucken. Weil Ozuma guckt ja gern blind Let's Plays von Mega, von der Classic Mega Man Reihe. Naja, der ist ja auch generell ein großer Fan davon. Ja, ist ja nichts Neues. Ja, deswegen, und da ich bei die Reihe schon an den Kopf geklatscht habe. Wer weiß. Ja, schön, weil dann hätte sich schon die erste Zuschauerschaft beisammen. Und mich würde interessieren, was sie so alles machen würde. Auf jeden Fall dir nichts mehr ein. Bist du still? Naja, man müsste einfach mal wissen, was so, was bei Dai einfach ein Spiel wären, was sie machen wollen würde. An sich wäre es mir eigentlich egal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwie lustig verpacken würde. So wie ein Happy Meal, so mit Spiel und Spaß. Und was zum Fressen dabei. Wahrscheinlich eher mit Fluchen. Das ist egal. So eine ganze Zeit so, ja, dann hört man von allem nicht hart übertrieben. Dann hört man, du dreckiges Arschloch, warum hat mir Wolf so ein Spiel wie Battletoads angedreht? Ich reiß ihm den Sack aus, wenn ich ihn sehe. Weil so mitten im Let's Play so lade ich dich dazu so zu ein einfach. Oder ich dreh dir Monster Max an. Ach, oh Gott. Ja, damit. Hallo. Also, Broschüre. Ach, übrigens, Force, wir haben hier das beste Item im ganzen Spiel, also quasi das Nummer 1 Real-Life-Item bekommen. Ah ja, und was war eins? Eine gerichtliche Vorladung. Eine gerichtliche Vorladung? Ja. Ohne Scheiß jetzt. Ah, und da dreht der Force gleich durch. Heilige Makrele. Ist das eine Reisebroschüre? Kann ich sie haben? Na klar. Guck mal. Ich bin ein schickes Mädel. Ich finde diese Zeichnung, diese Zeichnungen übrigens besser als wie ein Half-Genie Hero. Du gibst Broschüre. Achso, Force, ich warne dich schon mal vor. Das Spiel hat teilweise Kack-Übersetzungen. Alles klar. Man siehe erster wow. Part. Wowie-saui. Schau dir all diese Schnappschüsse an. Und surfen. Chantay beim Surfen. Chantay beim Sonnenbaden. Offenherzige, aber verantwortungsbewusste Studentinnen beim fröhlichen Herumzollen am Strand. Mm. Okay, das falsch. Offenherzige Studentinnen. Offenherzige Studentinnen beim fröhlichen Herumzollen am Strand. Das geht so in die falsche Schiene gerade. Mm. Stell dir mal vor, du als Mädel sitzt da so am Strand und auf einmal guckt dich so ein komischer roter Blob an. Das ist so ein Tintenfisch. Stell dir vor, der... Oh nein, egal. Stellt euch einfach nur so ein Hentai-Tentakel vor, dann wisst ihr schon Bescheid. Ein schwitzender Tennisspieler, der Wasser mit einer Zitronenscheibe aus einem Glas trinkt. Yeah. Ja, ich stehe auf schwitzende Tennisspieler. Hust, hust. Vielleicht meint er ja auch die Zitrone im Glas. Alle Männer mit Buschen im Haar. Hm? Welcher Buschen? Oh Gott. Ich habe das gleiche gedacht. Abgestimmte Hosenanzüge mit stolzen manneblauen Matrosenstreifen. Marineblau. Was ist denn? Ach, Marine, ach so. Ja, das sieht ein bisschen scheiße gerade aus. Ja, Webcam. Deswegen habe ich immer was ist ein Hosenanzug? Ist das sowas wie eine Latzhose? Ich glaube so eine kurze oder eine lange Hose und dann so ein komisches, keine Ahnung, Streifen oder so blaue Streifen da. Am besten eine Shorts und dann darüber so ein Frack. So ein Smoking. Agent 007 meldet sich zum Schluss. Das hier bis zum dritten Knopf offen? Ich muss dieses Paradies unbedingt finden. Dort eine Ferienwohnung kaufen. Kann ich dir jeweils danken.
Ah, ich weiß. Tintenfischöl, jawohl. Genau das brauchten wir. Wofür nochmal? Für, wie heißt das? Das ist für die andere Insel da. Dieses Spinnnetzinsel. Ach so, ja. Ist das irgendwo da ist das. Oder ich könnte mich in deinen Achsen ölen, dass ich nicht mehr so quietsche. Wenn ich irgendwo faile, dass ich schreie, so. Was ist das? Moment. Es ist Tintenfischöl. Ah. Ich habe es heute Morgen frisch aus meinem Tintenbeutel ausgestoßen. Hm. Was ist das? Oh, es ist weißes Tintenfischöl. Ich habe es heute Morgen früh aus meinem Beutel ausgestoßen. Hm. Stell dir das jetzt nochmal in Gelb vor. Ja, und jetzt stell dir mal... Ja, wobei, sie sagte sie... Oh boy. Wie auch immer. Bis später, du Verehrer. Verlierer. Das sah aus wie Verehrer, ganz ehrlich. Ja habe ich auch eben gerade gelesen. Camp vor der Kacknoob. Ja, aber wir wollen nochmal den Forster sein. Tintenfischöl aus seinem Beutel gespritzt hat. Hust, hust. Make Internet great again. Das wird nie wieder great again. Naja, nicht zu den Zeiten von Corona. Ja, das ist Kackthema. Das ist Dauerdiskussionsthema in unserer Familie mittlerweile, weil alle Panik schieben, nur ich nicht. Alle machen sich wahnsinnig in die Hosen. Ich schiebe auch keine Panik. Ja. Also mein Bruder und ich, wir chillen die ganze Zeit am PC. Ja, mir ist der Coronavirus scheißegal, aber dann muss ich mir auch noch so Sachen anhören, wie von wegen, ja, in Wirklichkeit hast du ja Angst vor dem Coronavirus, nur diese, du, dich interessiert es nicht, ist eine Schutzhaltung und so. Und, oh. Sorry, aber meine Familie ist wegen diesem Thema so bescheuert. Ich schicke dir mal kurz eine Freundschaftsanfrage, die kann ich gerade nicht schreiben. Oh. Alles klar. Oh, aber bitte hinterlass die sexuellen inhaltenden Nachrichten. Das lass mal meine Sorge sein, mein Lieber. Nein! So, erstmal habe ich dich schon mal bestätigt. Was hab ich getan? Da, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass er dir obszöne Bildchen schickt. Naja, wenn du ihn und mich öfters da rein tust, dann auf jeden Fall. Wahrscheinlich kommt noch Rosoma und alle möglichen Leute noch dazu. Ja, wie gesagt, bei den allen möglichen Leuten werde ich mich, wie schon gesagt, zurückhalten in nächster Zeit. Weil ich bin ja einfach zu angepisst aus mehreren Gründen, als dass ich da jetzt erstmal was damit zu tun haben will. Ich bin froh, dass ich nicht so wirklich verrückt spiele. Also ich bin eigentlich relativ gechillt. Gibt ja sowieso mehrere Gründe. Nicht nur Corona. Mich nerven auch diese ganzen Spezialsendungen, ganz ehrlich. Das wird langsam irgendwann echt langweilig. So Corona-Spezial oder was auch immer, wo immer dieselben Bilder gezeigt werden, größtenteils. Vor allem, das Blöde ist, ab Montag ist bei uns Maskenpflicht. Ach Gott, bei uns in Deutschland diskutiert man da auch. Ja, drin. Weil ich war ja heute einkaufen und ich musste leider mir im Laden eine Maske nehmen, weil sonst muss ich 5.000 € Strafe zahlen. What? Ja gut, 6.500. Ich gebe zu. What the hell? Ja, ist... Also in Tirol ist es noch schlimmer. Da stehen Polizisten und Bundeswehr und... Bundesheer meine ich. Die stehen überall verteilt und... ganz im Ernst, die... Wenn man aus dem Haus rausgeht, die fragen einen aus, wo geht man hin, was macht man, wie lang bleibt man weg. Man darf mit dem Hund nicht mehr als einmal einen Tag spazieren gehen. Wenn man aus ohne triftigen Grund das Haus verlässt, also ohne irgendwie was einzukaufen oder so, gibt es gleich 6.000 € Strafe. Achso, und die Autobahnen sind total leer. Tirol, meine lieben Leute, darf ich vorstellen, besuche Sie unser schönes Land und kommen Sie nie wieder. Und jetzt zum Abschluss. Nein, leg mich doch du. Egal. Ich glaube, du brauchst noch einen. Ja, ich will das Force noch zeigen. So lang werde ich ihn am Schlawittchen packen und hier behalten, bis ich ihm das zeigen kann. So lang nimmst du auf. Ja. Nein, was ist los, Onkel? Meine Werkstatt wurde geplündert. Wer tut denn sowas? Alle. Verdammt, das war's mit meinem Experiment. Den Dialog hatten wir eigentlich sogar schon. Geil, ich bin echt... Moment, ich hab Tintenfisch-Pisse. Ja, du musst jetzt auf diese...
wie heißt es, die Spinnennetz... Spinnenphobie ins Licht kommen. Aber erst im nächsten Part, weil ich bin über der Zeit. Das war Shantae and the Pirate's Curse. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Sag tschüss. Tschüss. Bye bye. Was? Ich hab doch schon eben gesagt, tschüss. Richtig unterbrochen, so.